John Carpenters Film The Thing aus dem Jahre 1982 gilt als Meilenstein im Body-Horror-Genre. Mit seinen bahnbrechenden Spezialeffekten und der düsteren klaustrophobischen Atmosphäre setzte der Film neue Maßstäbe für das Genre. Für John Carpenter brachte die Produktion von The Thing jedoch erhebliche Risiken mit sich. Der Film wurde von den Kritikern zunächst negativ aufgenommen und war ein kommerzieller Misserfolg, was Carpenters Karriere schwer belastete. Carpenters mutiger Schritt, so einen düsteren und intensiven Film umzusetzen, war ein Wagnis, das sich erst Jahre später durch die Anerkennung und den Kultstatus des Films auszahlen sollte. 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Carpenters Film wagte sich die Videospieleindustrie an eine Fortsetzung der Geschichte mit The Thing aus dem Jahr 2002. Das Spiel, entwickelt von Computer Artworks und veröffentlicht von Konami, setzte die Handlung des Filmes fort und versetzt die Spieler in die Rolle von Captain Blake, der ein Team zur arktischen Forschungsstation führt, um herauszufinden, was mit den vermissten Wissenschaftlern und des Militärs passiert ist. Das Spiel war ein finanzieller Erfolg und die Arbeiten zu einer Fortsetzung sollten schon kurz nach der Veröffentlichung des ersten Teils beginnen. Doch haben wir bis heute kein weiteres Spiel aus dem The Thing-Universum bekommen. Aber warum? Dies und mehr jetzt in diesem Video. Let's go. Erstmal aber eine kleine Epilepsie-Warnung. Schau einfach mal ganz kurz weg. Ja, das ist tatsächlich das Intro des Spiels. Das Ding von John Carpenter und The Thing von 2011 sind meine zwei absoluten Lieblingsfilme. Wer mich kennt, ich habe einen komischen Bezug zu Filmen und langweile mich schnell, weil ich halt einfach nicht der Filmtyp bin. Aber diese beiden Filme, die kann ich mir immer und immer wieder anschauen und sie werden einfach nicht langweilig. Umso glücklicher machte es mich, als ich dann durch Zufall sah, dass es auch ein Spiel davon gibt. Wie konnte das all die Jahre an mir vorbeigehen? Glück im Unglück kann ich es jetzt das erste Mal spielen. Es handelt sich wieder um einen Retro-Bert. Ihr wisst also, erst kümmern wir uns um den Durchlauf des Spiels, dann kommt ein kleines Review und dann kommt die ganzen Hintergrundinformationen sowie gestrichene Inhalte und die Entwicklung und sonstigen Scheiß. Also viel Spaß. Wir spielen Blake, dem aufgetragen wurde, mal nach der Forschungsstation in der Arktis zu schauen, weil dort etwas vorgefallen sein muss, weil die Station sich halt schon länger nicht mehr gemeldet hat. Der Anfang. Man sieht den Helikopter, man hört den Soundtrack und die Synchro scheint ganz cool zu sein. Diese Hundekälte kann einen echt fertig machen. Bringen Sie Ihr gesamtes Team schnellstens in eine Unterkunft. Roger, Blake Ende. Das macht doch schon mal Bock auf das Game. Wir werden also zu viert hier abgeladen, um zu schauen, was passiert ist. Aufgrund des Nichtwissens, was hier passiert ist, gehen die Dudes erstmal von einer Explosion aus. Wer tatsächlich wissen möchte, was passiert ist, schaut sich einfach den Film an, von 1982 von John Carpenter, weil das Spiel knüpft nämlich direkt an der Geschichte des Films an und ist sogar Canon. Als wir abgeladen wurden, ploppt auch schon das erste Erzählfenster auf, in dem steht, dass in den nächsten vier Leveln immer mal wieder solche Erzählfenster auftauchen. Ein Erzählfenster für den Hinweis auf weitere Erzählfenster. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Auch wird uns darauf hingewiesen, dass wir besser nicht zu lange draußen sein sollten. Weil kalt. Also ab ins Haus, wo uns dann auch das Team vorgestellt wird. Der hier sagt, jo, falls etwas kaputt geht, ich kann es reparieren. Der sagt, ist jemand verletzt, kann ich die Wunden versorgen. Und der ist für unsere Sicherheit zuständig. Und innerhalb der ersten 5 Minuten ist dies hier das siebte Textfenster. Darin steht, dass man, um eine verschlossene Tür zu öffnen, einen Schlüssel braucht. Überhaupt nicht aufdringlich und nervig. Schön dezent, in geregelten Abständen und immer nützliche Informationen. Auf der Suche nach dem Schlüssel finden wir im Untergrund ein UFO. Blake scheint das herzlich wenig zu interessieren und wir haben den Schlüssel und können nun in die Krankenstation. Oh, hier liegt ja eine Leiche. Und das sieht nicht so aus, als wäre er von einer Explosion gestorben, oder was sagt ihr? Nichts? Okay. Also, erstmal den Sicherheitskasten reparieren. Himmel, was ist das? Ruhig. Alle bleiben beisammen, bis wir wissen, was hier los ist. Wirklich? Ein Funkspruch später müssen wir das Lager mittels C4 in die Luft jagen. Im nächsten Lager sind wir nun alleine unterwegs, so lange bis wir diesen verängstigenden Dude da hinten in der Ecke stehen sehen. Er erzählt uns, dass etwas Komisches passierte. Er vertraut uns aus irgendwelchen Gründen nicht. Also drücken wir ihm eine Waffe und ein bisschen Munition in die Hand. Nun sind wir beste Buddies. Ich hab ihn Chef getauft. Komm mit, Chef! Wir untersuchen, was hier wirklich passiert ist. Durch Chefs Fingerfertigkeit verfügen wir nun auch über Strom. Durch einen über eine Überwachungskamera gefundenen Türcode kommen wir nun in einen Raum, den wir aus beiden Filmen kennen. Der Raum, in dem alles begann. Wir ignorieren den Film aus den 50ern. Du kannst die Hände wieder von der Tastatur nehmen. Aber du kannst schreiben, wie du die Filme generell findest. Hinter dieser verschlossenen Tür und ein Raum von Chef entfernt befindet sich dieser Dude. Es gibt keinen anderen Weg in diesen Raum und die Tür war abgeschlossen. Verstehe. Kurz den nicht mehr inbehaltenen Alien-Block bestaunt mit einem Satz, der die Vorfreude auf das Spiel gut zusammenfasst. Oh, das ist cool. Begegnen uns auch schon die ersten Feinde.
Kleine mutierte Körperteile. Hey, schau mal ein Textfenster. Diesmal erklärt es uns, dass wir richtige Mutanten nur mit Feuer besiegen können. Ich finde es ja gut, die großen Mutanten schon mal vorwegzunehmen. Ich liebe zerstörte Überraschungen. Nach gut einer Stunde ertönt auch schon der erste Soundtrack. Der gleiche, wie der zuvor in der Anfangsszene ist. Der Grund dieses dramatischen Sounds ist, dass hinter dieser Ecke sich ein Dude verbirgt. Dieser Dude weiß schon mehr, was hier vor sich geht. Er befürchtet, dass wir infiziert sein können. Wir sollen uns Testspritzen besorgen, um zu beweisen, dass wir nicht infiziert sind. Gesagt, getan. Ich bin schon mal nicht infiziert. Der im Eisblockraum gefundene Dude ist es aber. Wer bin ich denn da? Wer bin ich? Oh Gott. Oh Billy. Oh Billy. Komm. Oh, regnet's, du bist nass. Du bist nass. Wirklich? In der spannendsten Szene, bei der ersten Mutation, rennst du weg und machst deinen Kater erstmal was zu essen? Ich übernehme das jetzt an der Stelle. Auf einmal mutiert auch mein guter Freund Jeff. Wir hatten doch so viel erlebt, Jeff. Hier, hast du eine Waffe. Und jetzt muss ich ihn töten. Sie haben mich getötet. Naja, wohl eher habe ich mich selbst entflammt. Und nach dem Tod bekomme ich die Möglichkeit, ins Hauptmenü zu gehen oder das Level neu zu starten. Das Spiel scheißt einfach darauf, dass ich kurz zuvor gespeichert habe. Und der Kontrollpunkt ist wirklich wieder der Anfang der Mission. Wofür speichert man dann? Ich kann es euch sagen, um ins Hauptmenü zu gehen und dann den Speicherstand zu laden. Das wird im Laufe des Spiels noch so unfassbar nervig. Die Mutanten erledigt und der Flammenwerfermann ist auf einmal weg. Und ich werde von Granaten beworfen. Hier handelt es sich aber nur um ein simples Missverständnis. Na klar bin ich's, Blödmann. Und jetzt da rein! Du hättest mich scheiße nochmal fast umgebracht, aber klar, lass uns auf Besties tun. Aber mein Chef wirst du nie ersetzen können. Jedes Mal, wenn man auf einen Feind trifft und einen Kumpan an der Seite hat, wird andauernd immer und immer wieder der gleiche Satz gedroppt. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Ich habe diesen Satz in einer Stunde öfter gehört als in meinem ganzen Leben. Mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Einen weiteren Flammenwerfermann müssen wir von unserem Nicht-Infiziert-Sein unter Beweis stellen, indem wir 3 Läufer töten. Damit sind die großen Mutanten gemeint, die man nur mit Feuer töten kann. Das sind dann auch die ersten richtigen vollständigen Mutanten, die dann quasi nichts Menschliches mehr an sich haben, also außer das Hinterteil, der Schwanz quasi, das ist nämlich ein menschlicher Oberkörper. Dieser Mutant hier schaut doch erstmal beherzt zu, wie wir versuchen ihn abzufackeln. Ich dann aber feststellen musste, dass die Reichweite des Flammenwerfers absolut miserabel ist und ich quasi in ihm stehen muss, um ihn zu verbrennen. Alle erledigt, rennen wir nun zu dritt rum, da ich mir das Vertrauen des Flammenwerfer-Dudes hart erkämpft habe, der keine 2 Minuten später wieder wegrennt. Wir sind im Eimer. Mir geht's gut. So schnell wie er seine Gefühlslage wechselt, wechseln wir nun in das nächste Level. Hier bin ich dann einen Schacht runter, um zu sterben. Vielleicht, weil ich die Fässer hochgejagt habe. Das zweite Mal bin ich da unten gestorben, weil ich mir selbst eine Granate angeschmissen habe. Und das dritte Mal, ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich jetzt gestorben bin. Ich habe nicht mal einen Schuss abgefeuert. Das vierte Mal habe ich erstmal eine Granate runtergeworfen, um die scheiß Fässer zum Explodieren zu bringen. Nur um unten dann fast durchs Feuer zu sterben. Aber ich habe überlebt und rausgefunden, dass man hier gar nichts machen muss. Ich sollte nämlich in den Funkturm, den einen random Typen hinterher. Innerhalb dieses Levels sind meine beiden Kollegen auch mutiert. Und nun musste ich mich alleine zum random Typen hochkämpfen. Das ist, glaube ich, die einzig blutige Stelle in der deutschen Version. Oben angekommen schießt sich der Random Guy einfach mal selbst in den Kopf. Das in der deutschen Version absolut scheiße aussieht. Das Spiel in der deutschen Version ist wirklich schrecklich. Also auf zum nächsten Ziel, in der Lagerhalle den Dude hier befreien. Nur damit er in der gleichen Lagerhalle noch mutiert. Und das, weil es zum ersten Bossfight kommt. Und ich spreng mich wieder selbst in die Luft. Und beim zweiten Mal, gleich nochmal. Beim dritten Mal habe ich draus gelernt und ihn beschossen, um mich dann wieder selbst in die Luft zu jagen. Beim nächsten Mal bin ich gestorben, weil an der Seite einfach komische Tentakel kamen. Ich hasse Tentakel. Und dann wollte ich ihn anzünden, in der Hoffnung, er stirbt so schneller. Und merkt ihr was an meinem Movement? Ich bin so oft gestorben, weil ich 2 Tasten vergessen habe. Mit den hinteren, unteren 2 Tasten läuft man nach links und rechts. Ich weiß nicht, warum ich diese Information zu Anfang des Spiels direkt wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht habe. Das habe ich aber auch erst bemerkt, nachdem ich weitere 3 Male gestorben bin. Dann lief alles gut. Ich hatte ihn schon fast down und dann habe ich bemerkt, dass sich hinter einer Wand noch weitere kleine Mutantenwichser befinden, die mich gefickt haben. Mit der agilen Bewegungsart des Ausweichschritts war es beim nochmaligen Bekämpfen kein Problem, den Mutanten in die Schranken zu weisen. Also nachdem ich noch einmal gestorben bin. Aber dann habe ich ihn besiegt. Dann also ab in die nächste Ebene. Ohne Leben und ohne Heal.
Voller Angst, mein Überleben zu sichern und nicht getroffen zu werden, saß ich so verkrampft vor dem Bildschirm, ihr glaubt es nicht. Das Spiel gab mir die Möglichkeit, ein paar Türen zu öffnen. In einem befand sich ein Mutanten. Ich beschloss mich dennoch, die Tür zu öffnen, weil, wenn man ihn besiegt, sich dort bestimmt auch eine Belohnung in der Zelle befindet. In Form eines brauchbaren Items, vielleicht sogar ein Medikit. Also versuchte ich mein Glück, um die Bestie ohne Schaden zu nehmen, zu besiegen. Was erstmal nicht gut funktionierte. Beim zweiten Mal habe ich es dann geschafft. Aber mein kleines Viech tötete mich kurz darauf, weil ich fucking noch mal keine Munition mehr in der Waffe hatte und nachladen musste. Hier eine kleine Anmerkung. Man kann nicht manuell nachladen. In jedem Spiel habe ich die zwanghafte Störung, die Waffe in der Sekunde nachzuladen, in der ich meinen ersten Schuss abgebe. Hier muss ich das Magazin leer schießen. Das Viech also besiegt, um meine wohlverdiente Belohnung aus der Zelle zu entnehmen. Es ist eine verfickte Pistole und ein Granatenwerfer. Sonst nichts. Das sind die beiden Waffen, die ich mit Abstand am wenigsten benutzt habe. Also schön weiter, ohne Leben, durch das Level humpeln. Aber hey, ich weiß, dass sich hinter dieser Tür ein Medkit befindet. Und dies kann ich nur öffnen, wenn ich das Fass in die Luft jag. Was? Dachtet ihr, jetzt kommt wirklich ein Selbstmord-Joke? Die untere Ebene erreicht, kämpfen wir uns wagemutig durch die kleinen Mutantenbastarde, die wir auch ohne Probleme wegschnetzeln. Auch dem großen Mutanten stehe ich völlig von Angst befreit gegenüber. Bitte nicht schlagen, bitte nicht schlagen, bitte nicht schlagen, lass mich in Ruhe, hau ab, hau ab. So, habe ich dir den Weg versperrt, du blöder Penner, was machst du jetzt? Hier scheint es ein Rätsel zu geben, also dachte ich zumindest. In dem Text hier steht, dass es wohl ein paar Mutanten gibt, die feuerresistent sind. Und da stand auch irgendwas mit einem Viech, davon befindet sich unten in den Zellen. Also voll smart runter und die Lage gecheckt. Ich dachte, das Viech sollte hier reinlocken, um es mittels den Schaltern dann oben einzusperren. Was nicht wirklich gut funktioniert hat. Und dann habe ich es einfach getötet. Ich habe wohl einfach was falsch verstanden in dem obrigen Text. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich habe sicher 15 Minuten ausprobiert, es einzusperren. Der Opa hier hat by the way die beste Synchro bekommen. Verdammt, was? Rühren, Soldat! Willkommen, Doktor! Wir müssen reden. Verdammt, was? Rühren, Soldat! Willkommen, Doktor! Wir müssen reden. Mit einer Betäubungspistole außer Gefecht gesetzt, finden wir uns nun in einem Labor wieder. Ohne Items, ohne Waffen. Keine Waffen, kein Problem. Ich sperre das Viech einfach ein. Freund Nummer 1, ein Healer. Ist der aber hässlich. Er hat nicht dich gemeint, Gilbert. Du bist hübsch. Freund Nummer 2 ist kein Freund. Er mutiert und wir sind am Arsch. Ich habe keine Waffen und man kann ihn auch nur mit Feuer töten. Hey, ich habe ja eine Waffe. Oh, doch nicht. Und dank meinem Instinkt zu überleben, schloss ich das Tor noch, bevor uns der Mutant töten konnte. Nur um vom Sicherheitsgeschütz erschossen zu werden. Und nochmal. Und dann nochmal. Im Gefängnisraum befinden sich zwei Dudes, die gefangen gehalten werden. Und ein Mutant, der da aber auch gerne drin bleiben darf. Einer von den befreiten Dudes ist ein Techniker. Also befehle ich ihm, den Sicherheitskasten zu reparieren. Hallo? Yes, wo laufst du hin? Hier hinten ist der Sicherungskasten. Hallo? Was willst du im Gefängnisblock? Nein, halt, hör auf. Nein, nein, au, 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 kacke, kacke, kacke. Alles läuft schief. Ach, was du nicht sagst. Und das ist auch bestimmt nicht deine Schuld, du blöder Penner. In einem waghalsigen Manöver sperre ich den Mutanten in einen anderen Raum, damit wir zusammen den sich da hinten befindenden Dude retten können. Gib mir eine Waffe. Dude, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe selbst auch keine Waffe. Aber hinter der Tür, die er für uns öffnen wird, verstecken sich ein paar süße Wäffchen, die uns den weiteren Weg erleichtern sollen. Nun führt uns der Aufzug tiefer in das Geschehen. Begrüßt werden wir von ein paar schießwütigen Leuten, die mich töten. Hier unten passiert sonst nichts Interessantes, bis auf dass ich wieder 10-mal gestorben bin. Nach den 10-malen habe ich es aber endlich geschafft, mich weiter vorzukämpfen. Und wurde dann in einen Raum geleitet, der einfach so Feuer fing. Und weil ich so dermaßen scheiße mit dem Controller bin, jage ich mich wieder einmal selbst in die Luft. Nach weiteren 15 Minuten bin ich dann wieder dort. Nur diesmal habe ich es überlebt. Und mit Erschrecken muss ich feststellen, dass sich hier hinten kein Speicherpunkt befindet. Und hinter dieser Tür warten nämlich weitere Mutanten. Aus Angst habe ich dann die Macht des Emulators genutzt, um einen Savepoint zu setzen. An diesem Punkt hatte ich wirklich keine Geduld mehr. Und mehr als glücklich darüber, dies getan zu haben, war ich, als ich dann zwei Türen weiter in die Luft flog wieder einmal. Die Save-Controls des Spiels sind so dermaßen scheiße gesetzt. Ich wette, dass ich, hätte ich das Spiel ohne Emulator gespielt, ich hätte es abgebrochen. Ich hätte das Spiel sowas von nicht durchgezockt. Das Spiel ist scheiße nochmal schwer. ZZ, kommen wir zum nächsten Boss. ZZ? Ziemlich zügig. Warum sagst du das nicht einfach? Ich weiß doch auch nicht.
Um stets Treue zu zeigen, jage ich mich wieder einmal selbst in die Luft. Das Spielchen machen wir nicht wieder von vorne, das würde nämlich ziemlich lange gehen. Du meinst, das würde ZL gehen? Na, halt doch deine Schnauze. Nach viel zu langer Zeit habe ich einen unfairen Weg gefunden, den Boss zu besiegen. Außerhalb der Reichweite habe ich ihn sein Leben runtergeschossen, ihn dann unter Strom gesetzt und mich dann mit einer Granate wieder selbst getötet. Aber danach dann habe ich den Boss bezwungen. Nun müssen wir mit 4 C4 ein Flugzeug zerstören, um zu verhindern, dass ein Penner den Virus auf die Welt loslässt. Und aufgrund meines unbrauchbaren Aims mit dem Controller und der Tatsache, dass ich mit einer Waffe auf ein weit entferntes Ziel schießen muss und zusätzlich noch Zeitdruck habe, bin ich gezwungen, diesen Part des Spiels einige Male zu wiederholen. Der nächste Abschnitt hat mich aber am meisten Nerven gekostet. Ich bin in den 2 Stunden nachweislich 2 Jahre gealtert. Wissenschaftler haben by the way herausgefunden, dass du 2 Jahre jünger aussiehst, wenn du die Videos von der Gilbert likest. Und das wurde mit dem nächsten Boss auch nicht besser. Dieser Bossfight war einfach die Hölle. Der Weg zum Ende hin war dann aber das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so verdammt schlecht mit dem Controller spiele oder einfach nur die Geduld verloren habe. Aber ich habe wirklich lange gebraucht, bis zum Endboss zu kommen. Und ich habe mich einige Male wieder selbst getötet, weil ich einfach immer noch die falschen Tasten drücke. Der letzte Endboss war dann weniger ein Problem. Zwar auch nicht sonderlich spaßig, aber immer noch besser als jeder andere Boss zuvor. Und das Spiel endet, indem wir mit einem fremden Piloten davonfliegen. Naja, fremd nicht ganz. Der Pilot ist kein geringerer als... Und wie heißen Sie, Klugscheißer? MacReady. Ajay MacReady. US-Außenposten Nord 31. Was soll dein fragendes Gesicht? Das ist... Moment, du kennst den Film nicht und... Du hast den auch nicht gesehen? Ich wäre euch ja jetzt echt böse, wenn ihr nicht schon den Daumen da gelassen hättet. Irgendwann miete ich uns ein Kino und dann schauen wir ihn zusammen an, okay? Beide Filme. Das wäre actually cool. Ich muss sagen, ich fühle das gerade sehr, ältere Spiele zu spielen. Und auch wenn ich mit das Ding jetzt meine Probleme hatte, bin ich doch froh, es endlich mal gespielt zu haben. Und ich kann nicht genau definieren, warum, aber ich liebe den PlayStation 2-Look irgendwie. Er fühlt sich einfach so vertraut an. Und obwohl das Spiel selbst für PlayStation 2-Verhältnisse echt nicht schön aussieht und... Zudem ist die Steuerung halt auch einfach beschissen, aber das macht doch den Charme der alten Spiele aus, oder? Oder? Macht es doch. Das Spiel sieht an manchen Stellen halt wirklich nicht so schön aus, vor allem die Gesichter der Dudes. Aber vor allem mal die rumliegenden Leichen. Die sind einfach nur Texturmatsch. Im gleichen Jahr, als das Ding erschien, erschienen auch andere Spiele, die deutlich schöner waren. Zum Beispiel Final Fantasy X oder Kingdom Hearts. Aber das sind auch AAA-Schinken und die kann man mit das Ding auch nicht vergleichen. Wahrscheinlich hatte das Ding auch nur halb so viel Budget. Ich habe gerade gesehen, dass Kingdom Hearts einfach an meinem 8. Geburtstag erschienen. Das ist cool. Das Spiel, das Ding, verrät einem auch wirklich alles, was man machen muss. Es verrät einem sogar, dass es das tut. Hey, die Tür ist verschlossen, womöglich brauchst du einen Schlüssel. Und psst, ich gebe dir mal einen Tipp, er befindet sich im Untergrund. Oder hier ein Weg, der offensichtlich unter Strom steht und man nicht durchlaufen kann. Ich muss den Generator finden. Und dafür bekommt man sogar einen kurzen Cutscreen, der am Anfang und am Ende von einem Blackscreen begleitet wird. Die Blackscreens sind ja eigentlich nicht das Problem, würde es nicht so unfassbar viele dieser kleinen Cutscenes geben, die teilweise auch nur wenige Sekunden gehen. Das Spiel möchte wirklich nicht, dass du auch nur irgendetwas verpasst. Du betrittst einen Raum und es wird eine Cutscene gezeigt, in dem ein Glas zerspringt, wo ein Mutant drin ist. Der by the way auch einfach so verschwindet? Die Szene hat absolut nichts zu sagen. Man sollte nur sehen, dass das Glas zerspringt. Ich meine, wir haben es animiert, also muss es auch zu 100% gesehen werden. Und solche Stellen gibt es zuhauf. Stellt euch mal eine absurd hohe Dichte dieser nichtssagenden Szenen vor und dann müsst ihr nochmal eine gehörige Portion draufklatschen. Immer wieder das Spielgeschehen unterbrechen für nichtssagende Momente. Davon bin ich Fan. Und auf die Steuerung muss ich nicht weiter eingehen. Aber das liegt zum Teil eher daran, dass ich auch selbst kurz vor dem Endboss, und das waren schon fast 8 Stunden Spielzeit, immer noch die falschen Tasten gedrückt habe. Ich kann es noch so sehr wollen, aber ich kann mit Controllers nicht spielen. Das ist super komisch, weil ich bin eigentlich mit Konsolen aufgewachsen. Ich habe erst super spät einen PC bekommen. Um noch kurz bei den negativen Erfahrungen zu bleiben, der Soundtrack. Der ist quasi nicht vorhanden. Am Anfang hört man kurz den Soundtrack, den es auch im Film zum Hören gibt. Das ist schon mal ziemlich geil. Dann kommt eine Stunde nichts mehr und dann kommt wieder genau der gleiche Track. Und dann wieder eine ganze Zeit lang nichts mehr und dann womöglich wieder den gleichen Track, keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, dass es einen anderen Track gab, außer am Schluss die Endsequenz. Natürlich ist nicht alles in dem Spiel schlecht. Gerade am Anfang trägt der fehlende Sound der Musik der Atmosphäre bei. Du weißt nicht, was passiert ist. Du laufst durch den Schneesturm, kannst nicht weit sehen. Du hörst nur den Wind kreischen und die Schritte im Schnee. Du findest ein Audioband, wo etwas Komisches gesagt wird und du kannst nur erahnen, was passiert ist. Das alles spielt absolut in die Atmosphäre rein. Finde ich geil. Und das dann mit den Gruppenmitgliedern. Im Spiel verteilt sammelt man immer mal wieder ein paar Menschen auf, die an deiner Seite stehen. Diese gehören verschiedener Gruppierungen an. Es gibt Medics, Draufhausoldaten,
Soldaten und Techniker. Techniker braucht man an manchen Stellen sogar, um überhaupt weiterzukommen, weswegen man auf die besonders gut aufpassen muss. Weil ja, die Gruppenmitglieder können sterben und dann sind sie auch für den Rest des Spiels einfach weg. Deine Leute können aber auch einfach so mutieren. Im Gruppenmenü kann man sehen, wie es ihrer Psyche geht. Geht es ihnen stetig schlechter, drehen sie langsam durch und mutieren. Und dann gibt es auch noch einen Vertrauensbalken. Was allerdings passiert, wenn ein Mensch dir nicht vertraut, kann ich nicht sagen, da mir immer alle vertraut haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie dir dann einfach nicht mehr folgen oder so. Die Idee dahinter, Leute finden, aufzupassen, dass sie nicht durchdrehen und sie im Auge behalten, dass sie nicht infiziert sind und so, das ist alles wirklich geil. Wenn du die Leute triffst, weißt du nicht, ob du ihnen vertrauen kannst. Umgekehrt ist es aber auch so, du musst sie erstmal überzeugen, dass du nicht selbst infiziert bist. Wie gesagt, diese Ideen finde ich wirklich gut, nur leider scheitert es an der Umsetzung. Manchmal ist es einfach vorgegeben, wann jemand mutiert. Und dadurch fühlen sich die Testspritzen auch öfters mal unnötig an. Man kann nämlich jemanden testen und die Spritze zeigt an, jo, er ist cool. Aber dann, eine Minute später, boom, er mutiert. Generell fühlt sich das Spiel aber auch nicht fertig an. Ich hatte oft das Gefühl, dass hier und dort noch etwas fehlt. Man hat möglicherweise nicht genug Zeit oder Geld gehabt und hat nur das Nötigste eingebaut und das gerade so, dass es halt funktioniert. Aber es kann auch daran liegen, dass die deutsche Version des Spiels einfach wirklich beschissen ist. Aber ich musste diese leider spielen, weil die europäische Version keine deutschen Untertitel hat. Und das Spiel erstmal zum Laufen zu bringen, war auch die Hölle. Aber dafür kann das Spiel nichts. Das Spiel hat so viele gute Ideen, auch so Kleinigkeiten wie ein Feuerlöscher, den man bestenfalls immer am Mann hat, um damit Feuer zu löschen. Oder Feinde den Weg mittels Feuer zu versperren. Oder an dem Film gehaltene Dinge wie, dass die Mutanten halt nur sterben, wenn sie brennen. Das ist alles super. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass das Feuer einfach nur effektiver ist als Schutzwaffen, weil aufgrund meiner geistigen Einschränkung mit dem Controller umzugehen, habe ich immer 4 andere Tasten gedrückt, um das zu bekommen, was ich schlussendlich wollte. Also die Waffe. Das Spiel ist aber auch bockschwer. Manchmal gibt es Passagen, wo du, wenn du nicht drauf aufgepasst hast, all deinen Heal verbraucht hast, du einfach durchkommen musst, ohne ein Fitzelchen Leben zu verlieren. Teilweise gab es Passagen, wo ich wirklich lange dran gesessen habe, um sie endlich zu schaffen, weil ich einfach kein Heal und kein Leben mehr hatte. Aber auch habe ich, glaube ich, einfach nur falsch gespielt. Weil danach habe ich mir ein Walkthrough angeschaut und der Dude aus dem Internet hat einfach an jeder Stelle überall ein Maximum am Team gehabt. Ich hatte immer nur einen, den Techniker, und das auch nur, weil man ihn wirklich gebraucht hat. Oftmals haben sie sich bei mir auch einfach schon verwandelt, als ich sie angetroffen habe. In den gleichen Moment. Ich könnte jetzt auch darüber sprechen, dass mir das Feedback fehlt, wenn ich mit Waffen schieße oder wenn ich einen Feind getroffen habe. Oder dass die Checkpoints so miserabel gesetzt sind, wie ich es aus keinem anderen Spiel kenne. Okay, warte, das muss ich noch loswerden. Es gibt Speicherpunkte, die aber keine Checkpoints sind. Wisst ihr, wann Checkpoints gesetzt werden? Rhetorische Frage, ich habe es euch ja schon gezeigt. Aber dennoch, die Checkpoints sind am Anfang jeder Mission. Selten gibt es in einer Mission eine Situation, in der man mit einem Aufzug fährt. Da sind dann die Checkpoints neu gesetzt. Das gibt es allerdings auch nur 2-mal, glaube ich. Sonst musst du, wenn du stirbst, wieder ins Hauptmenü, um einen Speicherstand zu laden, damit du die Mission nicht komplett von vorne beginnen musst. Das ist absolut schrecklich und das habe ich so zuvor noch in keinem anderen Game gesehen. Und ihr habt gesehen, wie oft ich gestorben bin. Von den 6 Stunden, bevor ich die Speicherfunktion des Emulators genutzt habe, habe ich sicher über 1 Stunde lang warten müssen, weil ich immer wieder gestorben bin, ins Hauptmenü müsste und den Spielstand laden musste. Und dennoch muss ich sagen, ich bin ziemlich zufrieden, das endlich mal durchgezockt zu haben. Bei einem Mal bleibt es aber auch. Ich liebe die Prämisse des Spiels so sehr. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt und ich werde es in zukünftigen Videos zu 100% nochmal erwähnen. Ich liebe Schneelandschaften in Horror-Medium. Auch die Idee mit den Leuten, denen man wirklich nicht trauen kann, weil man sich anfangs zu sehr auf einen Freund eingelassen hat und sehr viel Spaß mit ihm hatte und dann mutierte er. Jeff, ich werde dich nie vergessen. Aber leider fühlt sich halt nichts wirklich fertig an. Tolle Ideen, nicht zufriedenstellend umgesetzt. Schade. Ich weiß, dass ich gegen Ende die Geduld verloren hatte und mehrmals fast geragequittet bin, aber im Großen und Ganzen und vor allem am Anfang hatte ich wirklich Spaß mit dem Spiel. Und für 2002 war es wirklich ziemlich okay, schätze ich. Nun habe ich aber genug gemeckert. Gehen wir nun zur Entwicklung des Spiels. Als Universal Interactive im Jahre 2000 begann, der Katalog mit den Universal Studios mit den Spielfilmen mit Potenzial für eine Adoption als Videospiel-Franchise zu durchsuchen, kam sie schnell zu dem Schluss, dass eines der lukrativsten geistigen Eigentums dieser Art der Film von John Carpenter aus dem Jahre 1982, The Thing, war. Das Ding wurde von Computer Artworks entwickelt. Die Idee, ein Spiel über Mutation zu machen, und damit ist erstmal nicht das Ding gemeint, entstand tatsächlich wegen einem Bildschirmschoner. William entwickelte einen eigenen Bildschirmschoner im Stile der Organic Art. Ihr kennt es, diese uralten, nicht endenden komischen Muster aus den späten 90ern.
Der Bildschirmschoner von William soll aber zu einem Ende gefunden haben und eine tatsächliche Form annehmen. Das Spiel, das Computer Artworks daraufhin entwickelte, hieß Evolver. In dem Spiel geht es um mutierte Genjäger. Diese jagen Tiere, um ihnen die Gene zu stehlen, um selbst zu mutieren. Dieses Spiel erregte die Aufmerksamkeit von Universal Interactive Studios, denen die Marke The Thing gehört. Universal bat das Team, eine Demo für ein potenzielles The Thing-Spiel zu erstellen. Das Team wandelte ihr vorheriges Spiel leicht ab. Sie schufen ein paar Marines, brachten sie in die Arktis und ließen sie gegen einen Mutanten kämpfen. Und Universal war begeistert. So begeistert, dass sie sagten, let's go, der Hase. Auch John Carpenter gab dem Spiel seinen Segen. Er hat sogar einen kleinen Gastauftritt als Wissenschaftler, Dr. Faraday. Fun Fact, in einem Interview sagte John, dass er selbst großer Fan von dem Spiel sei und es ihn glücklich gemacht hat, sein Gesicht darin zu sehen. Das zweideutige Ende des Films wäre eine gute Möglichkeit, um die Weiterführung der Geschichte einfach in ein Spiel zu packen. Und das taten sie dann auch. Die Entwicklung sei kompliziert gewesen, da man sich an die Technik der PlayStation 2 halten musste. Sie hatten vor allem mit der Darstellung des Schatten Probleme. Die Entwickler meinten, alle haben die PlayStation 2 vergöttert. Solch eine Leistung gab es noch nie. Und all das, was man damit anstellen kann, wäre der reine Wahnsinn. Doch das Team war nicht gerade begeistert, da man das, was man für das Spiel wollte, nicht umsetzen konnte. Es wäre allein schon ein Problem, alles Eklige im Sichtfeld des Protagonisten posieren zu lassen. Aber dadurch, dass man auf so viele Grenzen stieß, meinten sie, dass sie auch die Möglichkeit hatten, kreativ zu werden, um das umzusetzen, was sie dann schlussendlich wollten. Sie meinten, sie hatten ziemlich viel Spaß an der Entwicklung des Spiels. Universal und Konami kündigten das Spiel am 20. September 2000 an, noch bevor die Entwicklung daran überhaupt begonnen hatten. Zugleich bestätigten sie auch, dass es nicht um eine Adaption des Films handelt, sondern um eine direkte Fortsetzung. Sie enthüllten auch, dass das Spiel für die Konsolen der nächsten Generation veröffentlicht werden würden, von denen zunächst nur die Xbox bestätigt wurde. Tatsächlich sollte es auch eine Version für den Game Boy Color und für die Game Boy Advance geben. Jedoch wurden beide Handheld-Versionen des Spiels schon am Anfang der Produktion stillschweigend eingestellt. The Thing ist ein phänomenales Franchise, nach dem sich Gamer schon lange sehnen. Dieses Franchise bietet eine unglaubliche Gelegenheit, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen. So sprach Jim Wilson, Präsident von Universal Interactive, in einem sehr alten Interview. Und was ist seitdem passiert? Nichts. Ich habe deine Worte zwar gerade erst gelesen, doch ich hatte sehr viel Vertrauen in ihn. Wenn es jemals ein Franchise mit Potenzial für fantastische Spiele gab, dann ist es dieses. Schluss mit Alien, Schluss mit Predator. The Thing ist angekommen und es ist grausamer, intelligenter, furchteinflößender als alle anderen Spiele zuvor. Und schon wieder zu hohe Worte eines Mannes, der seine Vision nicht umsetzen konnte. Ich schwör noch mal solche Worte und ich fange an zu weinen. Ich kann das alles nicht mehr. Als Vorlage für das Spiel nahm man sich das erste Half-Life, Resident Evil, Silent Hill, GTA 3 und Max Payne. Sie wollten von allem daraus das Beste. Zur damaligen Zeit war die Squad-Mechanik des Spiels noch innovativ. Wenig bis keine Spiele zuvor hatten dies. Sie wollten diese Mechanik um alles in der Welt mit im Spiel haben. Sie wollten so die Angst übermitteln, nicht zu wissen, ob dein Teammitglied dir hilft oder ob es sich gleich verwandelt und dich zerfleischt. Das Spiel sollte anfangs eine große Welt bieten, in der man sich frei bewegen kann. Dort sollte man dann allerlei NPCs treffen, die man bestenfalls mit ins Team aufnimmt. Sie meinten, dass man dadurch den Wiederspielwert steigert. Im ersten Durchlauf würde man es noch nicht schaffen, mit einem vollen Team das Ende zu erreichen, da man die Mechanik dahinter noch nicht kennt und sich alle verwandeln würden, so wie es bei mir der Fall war. Aufgrund der technischen Einschränkungen musste man aber auf eine große, begehbare Welt verzichten, in der Hoffnung, man kann es dann in eine Fortsetzung neu einbauen, die tatsächlich auch schon in der Entwicklung war. Um den Wiederspielwert des fertigen Spiels dennoch ein wenig zu erhöhen, versuchte man das Infektionssystem wenigstens so zu konzipieren, dass es sich wenigstens etwas anders anfühlt, wenn man das Spiel nochmal spielt. Das Ding wurde auf der PlayStation 2, dem PC und der Xbox veröffentlicht und kam allgemein gut an. Das Spiel hat auf Metacritic eine Wertung von 78. Kritisiert wurde vor allem die Grafik. Das Spiel war selbst zur damaligen Zeit nicht das Schönste. Zu verschulden ist dies größtenteils wegen den Texturen, die meistens einfach nur super verschwommen aussehen. Auch die Mechanik der Infizierung der Mitglieder, wie schon erwähnt, die Stellen im Spiel, wo die Mitglieder safe mutieren, standen sehr in Kritik. Man schrieb, eigentlich beendet man kein Level mit einem noch lebenden Teamkameraden. Das Spiel war tatsächlich ein kommerzieller Erfolg. Weltweit verkaufte sich das Spiel mehr als 1 Million Mal. Auf der Game Developer Converse 2003 gewann The Thing den Game Innovation Spotlight Award.
Nachdem sich das Spiel als kritischer und kommerzieller Erfolg erwiesen hatte, gab Universal grünes Licht für eine Fortsetzung. In dem Spiel sollte sich MacReady infizieren. Als Infizierter hätte er dann versucht, die Arktis zu verlassen, um die Menschheit zu assimilieren. Auf der Flucht würden wir als Protagonist, also Blake, ihn folgen und bekämpfen. Die Verfolgung wäre über ein Eisbrecherschiff und über eine Bohrinsel gegangen. Dies wären große, begehbare Zonen gewesen, in denen man viele NPCs begegnet wäre. Das Infektionssystem hätten sie dann auch nochmal komplett übergangen. Sie wollten es dynamischer machen, so dass kein Spieldurchlauf dem anderen gleicht. In einem neueren Interview sagte ein Entwickler, dieses System würde dem Spiel Among Us gleichen. Es gäbe viele Wissenschaftler und jeder könnte infiziert sein. Entweder man sehe die Zeichen und man kann die Infizierten identifizieren und somit ausmerzen, oder der Infizierte tötet wahllos, oder er infiziert heimlich andere. Man wollte das Spiel generell eher so wie ein Krimi aufbauen. Man sollte in der Welt auch Hinweise auf Geschehnisse finden und somit schlussfolgern können, was geschehen war. Man hätte sich gefühlt wie ein echter Detektiv. Das Team hatte auch enorm Spaß daran, die absurdesten Mutationen zu entwerfen. So sollte es im zweiten Teil auch infizierte Hunde geben. Es sollte einen Mutant geben, der sich, wenn er sich dir gegenüberstellt, in zwei teilt, wovon der Oberkörper sich mit seinem Gedärm an der Decke bewegt. Es gab giftige Infizierte, riesige Fleischklumpen, Necromorph-ähnliche Mutanten und was zum Fick auch immer das da ist. Der zweite Teil war schon 18 Monate in Entwicklung, bevor das Studio unglücklicherweise geschlossen werden musste. Stellt euch mal vor, damals 18 Monate für ein Spiel. Damals brauchte man ganz oft gerade mal 18 Monate für ein Spiel. Manchmal auch viele Monate weniger, so wie es bei Left 4 Dead der Fall war. In dem Interview meinte er, das Spiel hätte auch noch weitere 18 Monate in Entwicklung gehen können. Sie hatten so dermaßen viel für das Spiel geplant, es ist unglaublich. Nicht nur arbeiteten sie schon 18 Monate an dem Spiel, auch vergrößerte sich das Team zusätzlich nochmal um das Fünffache. Das hätte das damalige größte AAA-Horror-Game werden können. Und möglicherweise hätte es auch Resident Evil vom Horrorthron gestoßen. Das ist aber nur eine Mutmaßung. Eins ist jedoch klar, mit so einer Größe wäre das Marketing auch deutlich teurer ausgefallen und wir hätten bis heute womöglich noch einige weitere Ableger der Marke bekommen, als wie auch Filme mit Sicherheit. Umso tiefer ich mich hineinlese, umso trauriger macht mich das Ganze. Wir hätten ein ganzes The Thing-Franchise bekommen können. Gilbert aus dem Paralleluniversum, ich hoffe, du hattest mehr Glück. Dieser Gilbert hat dann nämlich ein Datum im Stile der Schrift von The Thing auf seinem Knie und nicht von Resident Evil. Oder beides. Dies ist alles, was ich zum Spiel gefunden habe, doch gibt es da noch etwas, was ich erwähnen muss. Es gibt noch ein Fanprojekt, das sich aber auf die Filmvorlage von 1952 bezieht. Dieser Film ist aber leider absolute Grütze. In dem Film geht es nämlich nicht, wie in der Vorlage, um einen Organismus, der dich imitieren kann, sondern dort ist das Böse eine Pflanze. Ich mag den Film nicht. Und um ehrlich zu sein, sieht das Spiel auch nicht sonderlich spannend aus. Dann gab es noch ein Spieleprojekt, wo sogar der leitende Entwickler des Spiels aus dem Jahre 2002 mit involviert war. Naja, es war weniger ein Spiel, es war eher ein Konzept bzw. eine Vorstellung. Von 2012 bis 2013 arbeitete Ruffian Games an einem Konzept eines Spiels. Und dazu erstellten sie zwei kleinere Clips, in der Hoffnung, man fände jemand, der sie unterstützt, um solch ein Spiel dann tatsächlich zu produzieren. Diese Clips wurden vor 8 Jahren erstellt und mittlerweile gibt es Ruffian Games, zumindest in der Konstellation, nicht mehr. Die Clips wurden mit der Unreal Engine 4 gemacht und sie sehen halt wirklich geil aus. Mittlerweile sei es schwer, an die Lizenz zu kommen, da man nicht wirklich weiß, wo die Lizenz des Spieleuniversums liegt. Aber um den Kopf nicht völlig in den Sand zu stecken, es gab mal Gerüchte, dass ein Film geplant war. Und falls dies wirklich passieren sollte, was immer unwahrscheinlicher wird, weil die Gerüchte auch schon ein paar Jährchen her sind, wäre es dann auch möglich, ein weiteres Spiel zu bekommen. Der Chefentwickler des ersten und auch des einzigen Spiels spricht sich heute noch positiv darüber aus. Er meinte, er wäre sofort wieder dabei, wenn es eine Fortsetzung gäbe, beziehungsweise eine Wiedergeburt oder auch nur irgendein Spiel von The Thing. Er wäre sofort wieder an der Entwicklung dabei, wenn er denn dürfe. Wir können also nur darauf hoffen, dass die Marke nicht in völliger Vergessenheit geraten ist und wir irgendwann mal noch eine Fortsetzung bekommen. Oder wenigstens eine Wiederbelebung oder irgendwas. Bitte. Dann ist mir aber noch was auf die YouTube-Startseite gespült worden, worauf ich ganz kurz eingehen muss. Und da es neben diesem Spiel auch noch ein anderes Spiel gibt, das sich auf The Thing bezieht, werde ich dazu aber ein einzelnes Video machen. Gerade The Thing, PT, sieht so unglaublich gut aus und ich habe das Video nur 10 Sekunden geschaut, um mich bei Gott nicht zu spoilern. Aber dafür brauche ich Zeit, das muss ich genießen, das kann ich jetzt nicht einfach schnell abfrühstücken. Lass doch bitte The Thing zu einer etablierten Marke in der Spielebranche machen, wo in regelmäßigen Abständen gute Spiele erscheinen.
Aus der Prämisse lassen sich so unendlich viele spannende Szenarien erschaffen. Und wenn man es richtig machen würde, würde das zu 100% Anklang finden. Da bin ich mir zu 100% sicher. Habe ich schon gesagt, dass ich 100% sicher bin? Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch in aller Regelmäßigkeit Filme von The Thing rausballern. Bitte, ich brauche das in meinem Leben. Das wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht das letzte Mal sein, dass ich über diese Marke rede. In dem Sinne, hau da rein. Eins von beiden nehme ich und danach nehme ich dich, weil du so geil bist und ich auch. Oh.